Hallo Leute, hier ist euer Gio und heute geht es um das Thema, welche Kampfsportart passt zu mir? Viel Spaß! Okay Leute, also, was für eine Kampfsportart passt am besten zu mir? Das ist eine sehr häufige Frage. Als allererstes müsst ihr wissen, was ihr eigentlich wollt. Ja? Wollt ihr in den Bereich Kampfsport, das hat schon das Wort Sport, oder wollt ihr in den Bereich Kampfkunst? Ja? Der Unterschied habe ich schon in mehreren Videos von mir erzählt, dass halt Kampfsport ist halt ein Sport und wie zum Beispiel jetzt Kickboxen, Karate etc. Und Kampfkunst ist halt wieder mehr für die Selbstverteidigung, also mehr Selbstverteidigung für die Straße. Und der Kampfsport ist halt mehr so für Turniere gedacht, ja, sind da zwar auch Kampfsport oder Selbstverteidigungselemente drin, also nicht geeignet für die Straße, ne? Ein großer Unterschied. Also, wie gesagt, wo habt ihr Interesse? Was glaubt ihr, was euch Spaß macht? Ich nehme jetzt mal als Beispiel Kickboxen, ja, beim Kampfsport. Wenn ihr Interesse an Kickboxen habt, dann probiert es einfach aus, ja. Denn als allererstes ist wichtig, dass ihr Spaß habt an das, was ihr macht, okay? Wenn euch nämlich irgendwas Spaß macht, dann trainiert ihr auch dementsprechend, ja. Das bedeutet, ihr habt dann viel mehr Spaß bei der Sache, das heißt, ihr strengt euch automatisch mehr an. Ne? Und genauso wie die Frage, die häufig gestellt wird, was für eine Kampfsportart eigentlich besser ist. Ja? Es gibt keine bessere Kampfsportart. Es gibt immer nur den besten Kämpfer oder den besten Mensch, der die, ich sag mal, der den Kampfsport oder die Kampfkunst ausübt. Ja? Das heißt, wenn ihr euch bei einer Sache sehr viel anstrengt, könnt ihr besser werden wie jemand anderes, der einen anderen Kampfsportstil oder Art macht. Okay? Wenn ihr jetzt mehr interessiert seid für zum Beispiel eine Kampfkunstart, also eher Selbstverteidigung, dann würde ich euch zum Beispiel wie zum Beispiel Jeet Kune Do empfehlen. Da hat ja viele oder besser gesagt fast alle Elemente drin von Kampfkunst und Kampfsportarten. Dann zum Beispiel Krav Maga, ne? Die Kampfsportart oder die Kampfkunstart, die aus Israel kommt. Oder Wing Chun. Das ist auch mehr Selbstverteidigung, was ich aber dazu sagen muss, das ist halt mehr fürs Nahkampf gedacht, ja. So, also wichtig ist, wo habt ihr Spaß daran, ja. Probiert ein paar Sachen aus, das Beste überhaupt ist, dass ihr schon mehrere Sachen ausgeübt habt oder mehrere Sachen ausübt, dass ihr dann von euch selber sagen könnt, das macht mir am meisten Spaß und diesen Kampfsportart oder diese Kampfkunst übe ich jetzt aus, ja. Es ist auch nie verkehrt, von vieles zu lernen, ja, dann seid ihr nicht so einseitig, würde ich sagen. Und dann irgendwann euren eigenen Stil macht, ja. Und dass ihr irgendwann auch nicht nur in der Nahdistanz kämpfen könnt, sogar auch in der Weitdistanz, okay. Das ist immer das Beste, dass ihr, wenn ihr mehrere Sachen ausgeübt habt und dann euren eigenen Stil macht. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Euer Gio. Und trainiert fleißig.